REWI Podcast. Wirtschaft aufs Ohr mit dem Jörg Marquardt. Wer am Wirtschaftsleben des Zürcher Oberlands teilnimmt, trifft früher oder später auch auf ihn. Giacinto Inalbon ist seit 1. April 2021 Wirtschaftsförderer im Zürcher Oberland. Von Berufswegen reist er viel in der Region umher. Seine Geschäftsstelle befindet sich beim Regionalmanagement Zürich-Oberland in Bauma. Den Dialog zwischen Wirtschaft und Politik zu intensivieren und sich für die Entwicklung eines wettbewerbsfähigen Standortes einzusetzen, das hat sich der diplomierte Marketing- und Verkaufsleiter und frühere Moderator von Radio Zürichsee vorgenommen. Eine große Aufgabe. Darüber will ich heute mit ihm reden. Vielen Dank für die Einladung nach Bauma, Giacinto. Danke, dass ich dabei sein darf. Merci. Man merkt es, wir duzen uns. Wir kennen uns jetzt schon ein bisschen, sind uns schon einige Male begegnet. Bist du mit den meisten Leuten, mit denen du jetzt beruflich zu tun hast, mit den Unternehmern und Gewerbetreibenden in der Region per Du? Gehört das ein bisschen dazu, wenn man Wirtschaftsförderer hier ist? Für mich gehört schon ein bisschen dazu, dort, wo es angebracht ist. Auch mit Politik bin ich sehr nahe und das immer per Du, wenn das immer möglich ist. Und man merkt dann ziemlich gleich, ob das auch gefragt ist oder nicht. Aber ich kenne es auch vom, also gerade im Radioleben und von meiner früheren beruflichen Station ist man per Du. Und das biete ich auch an oder wird mir angeboten, ja. Ich glaube, es gibt auch eine Nähe, die aber trotzdem professionell kann bleiben kann. Aber das heißt, also es gibt schon solche, die das schätzen und andere, die dann gerne so ein bisschen auf Distanz, also gerne so ein bisschen die höfliche Distanz wahren wollen. Das gibt es schon auch. Und ich glaube, das spürt man auch. Da falle ich schon nicht mit der Tür ins Haus. Aber wenn es irgendwie angebracht ist und gut ist, dann bin ich gern per Du. Du hast es jetzt gerade selber nochmal gesagt, du hast früher moderiert bei Radio Zürichsee. Das heißt, die eine oder andere Person wird deine Stimme wahrscheinlich bekannt vorkommen. Wirst du oft darauf angesprochen oder gibt es so Momente, wo Leute sagen, ach, irgendwoher kenne ich sie, ich kann es nicht richtig zuordnen? Also es passiert schon noch sehr viel. Ja. Also durch den Namen natürlich, weil er ein bisschen exotisch ist, schliessen wir dann schnell darauf. Aber auch die Stimme, wo es dann heisst, irgendwie habe ich es gewusst, habe ich doch das schon mal im Ohr gehabt. Und ja. Hilft dir das? Ist das so ein Türöffner, wenn das die Leute merken, ach Mensch, daher kenne ich sie? Hey, das kann beide Seiten haben. Das kann ein Türöffner sein. Manchmal ist man dann auch einfach bei dem Thema Radio, oder? Wo man dann dort ein bisschen hängen bleibt und vielleicht etwas anderes hat wollen besprechen. Aber es ist auch gut. Ja, es ist eigentlich schon ein Türöffner. Ein sympathischer. Und hilft dir deine Erfahrung als Moderator so ein Stück weit auch auf die Leute zuzugehen? Also diese Lockerheit und das Gewohnte im Umgang mit vielen unterschiedlichen Leuten hast du ja dann damals auch schon gemacht. Ist das etwas, was du auch nutzen kannst jetzt für die Arbeit, die du jetzt machst? Definitiv, ja. Also alles, was man im Rucksäckli hat, oder? Also Gesprächsführung oder... Da habe ich einmal auf der Bank gearbeitet, am Schalter oder der direkte Kundenkontakt, wo jeder anders ist. Und auch auf das können eingehen und spüren, ja, das hilft schon. Jetzt hast du selber gesagt, dein Name ist so ein bisschen exotisch. Ja. Was steckt dahinter? Zuerst mal ist der Vorname der gleiche, wie mein Vater hat. Da hat man gefunden, dass er gehört dazu, dass er gleich heisst. Ist italienisch, mit Hyazinthe kann man sich es merken, von dort her kommt es. Und Inalbon ist ein Walliser Geschlecht. Das ist so mitgekommen. Das ist urschweizerisch, das Geschlecht auf jeden Fall. Aber du selber bist ein Oberländergeschlecht, wie ich jetzt gelernt habe. Du bist nämlich in Bauma geboren, also auch dort, wo wir uns gerade befinden. Genau, ich bin da geboren. Das war auch speziell, da jetzt auch dürfen zu arbeiten, in dem Spital, wo zwischenzeitlich nicht mehr im Betrieb ist und wohne, seit ich ja, geboren bin im Oberland. Grüniger und Brechtiger, Russiker und seit vielen Jahren jetzt zu Pfäffiken. Das heisst also, du bist schon mit einem ganz großen Vertrautheitsgefühl auch in die neue Arbeit gegangen. Also du musstest dir jetzt nicht, du kanntest wahrscheinlich schon viele Leute, mit denen du jetzt hier auch immer wieder zu tun hast, nehme ich an. Es gibt einen Haufen, den ich kenne, ja. Das Netzwerk steht natürlich schon gut. Und trotzdem, jeden Tag lerne ich noch neue Persönlichkeiten kennen. Oder es gibt fast 14'000 Unternehmen im Zürich-Oberland, in unserem Wirtschaftsgebiet. Es gibt etliche Politiker, andere Einwohnerinnen und Einwohner, die wir damit zu tun haben. Aber ja, das Gebiet ist vertraut, also da kann ich mich vertraut bewegen. Das ist natürlich auch schön, indem ich weiß, wo ich hinfahre und wie es dort aussieht und was mich in etwa erwartet. Und trotzdem
gibt es immer noch Unterschiede, oder? Von Gemeinde zu Gemeinde und von Töstal zum urbanen Teil des Zürich-Oberland. Also auch da lehre ich noch dazu, obwohl ich schon das Leben lang da bin. Das heisst auch Unterschiede, wo du auch von der Herangehensweise dich auch anpassen musst? Ja. Was ist der Unterschied zum Beispiel Bauma-Uster? Was würdest du sagen? Wie unterschiedlich ist da der Groove? Also wenn man das Döstal nimmt und das Naherholungsgebiet oder das Zürcher Berggebiet, dann ist man da, also man wohnt schon anders, man ist nicht so dicht zusammen, oder? Freiheit bedeutet, indem man ein Töffli hat oder ein Auto hat und kann fortfahren und beweglich ist und auch vielleicht ein Stück weit gerner unter sich ist. Und da mehr Vertrauen braucht, um an die Leute herzukommen und mit ihnen zu arbeiten. Wo man vielleicht offener denkt, wenn man jetzt richtig Uster geht oder Wetzig oder die grösseren Städte und Dörfer im Zürich-Oberland. Ja, da braucht es schon ein Feingefühl. Lehre ich auch immer wieder dazu. Jetzt ist es ja so, dass die Stelle ein gutes halbes Jahr auch vakant gewesen ist. Deine Vorgängerin Mani Sokol ist ja völlig überraschend gestorben. Ich habe mir jetzt gedacht, als du dann gestartet bist vor einem Jahr, vor einem guten Jahr, also hat sich dein Pult, musstest du das Pult erstmal von Bergen von Papier und Korrespondenz freischaufeln, um loszulegen, weil sich so viel angestaut hat? Oder wenn du uns ein bisschen zurücknimmst in den ersten Monat, wie war das? Mal zum Sagen, ich habe kein Chaos vorgefunden. Mari hat sehr ordentlich geschafft und ich habe sie auch dürfen kennenlernen und sie war sehr engagiert und auch sehr aufgeräumt. Allerdings, was dann gefehlt hat, oder, zu all diesen Notizen, auch, das sind die persönlichen Gedanken und oftmals geht es auch darum, dass man viel überlegt und vorspurt und das ist weder auf einem Papier noch in einem Projekt schon wieder gespiegelt. Also das hat bedeutet, das vorzunehmen, zu schauen, wer ist der Ansprechpartner, mit dem hat man schon geredet und das alles auch wieder wie von vorne aufrollen, weil da kommt der ganze ein neuer Mensch daher. Und so Standortförderung ist schon auch ein People-Business, oder? Also da steckt ein Kopf dahinter und Ideen und andere Vorgehensweisen. Also da hat es schon auch Zeit gebraucht, all die Stellen wieder anzugehen oder die Anknüpfungen wieder zu finden. Was hat man sich dort überlegt? Ist das überhaupt noch im eigenen Sinn? Oder? Man hat ja eigene Ideen, auch wie man etwas will, umsetzen und angehen. Ja. Nein, es war auch mehr die Frage, ob einfach, weil so viel liegen geblieben ist. Also ich habe Mani Sokol ja auch kennengelernt, weiß, wie engagiert sie war. Es wäre mehr so jetzt ein halbes Jahr, konnte diese Stelle jetzt nicht ausgeführt werden. Ich nehme an, dass im Regionalmanagement viele Aufgaben dann von anderen übernommen worden sind. Aber es wird sicherlich vieles liegen geblieben sein. Das geht ja gar nicht anders. Das heißt, jetzt rückblickend, war es für dich ein Kaltstart? Oder hast du eher das Gefühl gehabt, eigentlich konnte ich direkt so reinschlüpfen in diese Aufgabe? Wie hast du das erlebt? Durch das, dass man ja die Standortförderung auch neu aufgebaut hat, jetzt seit Anfangs von dem Jahr und vorher ja 3-4 Vereine für das gesorgt haben, unter dem einen Dach, hat es in dieser Zeit sehr viel Vorbereitungsarbeit gebraucht auf den Neustart her. Also von dem her ist nicht zwingend viel liegen geblieben. Also Projekte sind schon da gewesen, aber die auch voranzutreiben und auch im Sinn von dieser neuen Standortförderung Zürich-Oberland im Prozess Führung zu bringen und auch herauszufinden oder eine To-Do-List zu machen für das Neue, aber auch eine Liste, was man nicht will tun, oder? Also auch das einmal aussortieren und auch draussen können sagen, was tut man jetzt und was tut man auch nicht. Das war der Prozess, gewesen, auch hierher zu arbeiten und das Neue aufzugleisen und mitzugestalten. Da bin ich eigentlich mit reingekommen. Also, du bist voll in diesen Prozess, in diesen Change-Prozess mit hineingekommen und konntest halt dadurch, ich nehme an, auch ein Stück weit auch daran mitwirken. Also ich habe die Stelle jetzt wie können gestalten, so wie sie im Moment ist und die entwickelt sich ja auch immer wieder weiter. Oder? Also, das hat schon geholfen, auch die eigenen Ideen noch reinzubringen und mein eigenes Gespür, was ich daraus herausgekommen habe. Dann war auch noch mitten im Lockdown gewesen. Also ich habe all die Leute online kennengelernt, oder? Bin viel am Computer gehockt und das war auch schön gewesen, mal rausgehen und die Gesichter auch sehen und erleben, oder? Wegen Change-Prozess. Ich meine, du warst ja vorher beim stellvertretender Geschäftsführer beim Schweizer Floristenverband.
Und wie ich gelesen habe, warst du da auch sehr stark involviert eben in auch den Change-Prozess, den dieser Verband durchläuft oder durchlaufen hat. Das heißt, du bringst natürlich auch dann Erfahrungsschatz mit. Hat dir das geholfen, jetzt auch deine Stelle hier zu definieren und dich in diesen ganzen Prozess mit einzubeziehen? War das auch vielleicht ein Grund, warum man dich geholt hat? Hey, das ist gut möglich, dass das ein Grund ist. Ja, es hat einen Erfahrungsschatz, weil jetzt arbeiten wir auch neu mit Mitgliedern. Ich habe vorher im Floristenverband Mitglieder betreut. Ich habe ihre Bedürfnisse abdeckt von den Unternehmern dort, auch Dienstleistungen zur Verfügung gestellt, die es braucht. Und das geht in eine ganz ähnliche Richtung. Mitglieder pflegen, Mitglieder anwerben, auch überzeugen von der Sache. Ja, das hilft mir schon. Auch jetzt, wo man Sponsoring auch aktiv betreibt, das sind alles Tasks, die ich vorher auch gemacht habe. Und da wertvolle Inputs kann mitgeben. Ja. Wir haben uns, glaube ich, kennengelernt bei der Gründungsversammlung nach der Reorganisation, also der Standortförderung. Vielleicht könntest du noch so ein bisschen erzählen, also wie du dich in diese Reorganisation eingebracht hast, was so deine Rolle in diesem ganzen Prozess auch bis dahin gewesen ist. Vielleicht, dass man das so ein bisschen eine ungefähre Vorstellung bekommt, was da gelaufen ist da im letzten Jahr. Also man muss sich vorstellen, dass man ja die vier Bereiche jetzt zusammengenommen hat oder die Standortförderung als integrierte Standortförderung, das Modell, das es sonst nicht gibt. Also Wirtschaft, Wirtschaft, Kultur, Tourismus und Regionalprodukte. Regionalprodukte. Genau. Alles unter einem Dach. Oder? Das heisst, man hat jetzt zuerst einmal müssen diese Bereiche nehmen, eine gemeinsame Strategie definieren und die auch abbrechen auf das Arbeitsfeld oder das Geschäftsfeld. Da habe ich intensiv mitgearbeitet. Also, wenn man überall schaut, das sieht man jetzt natürlich nicht, wenn man es hört, hat es eine Strategielandkarte. Da sind unsere gemeinsamen Strategien drauf und die habe ich abgebrochen ins Detail nachher für den Bereich Wirtschaft. Also was tun wir jetzt in der nächsten Zeit? Wo müssen wir den Hebel ansetzen? Und daraus entsteht auch, was tun wir und was tun wir nicht. Oder? Und jetzt geht es darum, das anfangen umsetzen, Projekte initialisieren, etc. etc. Da habe ich mitgearbeitet, auch beim Auftritt. Wie sieht das aus? Wie kommen wir daher? Wie ist die Mitgliederstruktur aufteilt? Oder was kann ein Kleinunternehmen sich leisten da drin? All da in diesen Geschichten habe ich können mitwirken. Wie prägt das, also genau diese Struktur, wie prägt das so deinen Arbeitsalltag? Du hast ja auch gesagt, dass du eigentlich eine Vermittlerrolle spielst, dass du eine allparteiliche Rolle einnimmst. Wie sieht das konkret im Alltag aus? Was heißt das? Also die vier Bereiche immer mitdenken bedeutet, dass man aus dem klassischen Wort Standortförderung, oder, wo sehr viel um Wirtschaft geht, um Unternehmen und um Politik, einfach den Fächer muss auftun, oder? Also wenn man an Innovationen denkt, wo immer sehr getrieben ist mit grossen Unternehmen und auf höherem Level von Digitalisierung zum Beispiel, dann probiere ich das auch abzubrechen und sage, hey, wir haben da auch viele Kleinunternehmen, viele KMUs, wir haben Produzenten, die an der Wertschöpfung teilnehmen, wir haben touristische Leistungsträger, die wir berücksichtigen müssen. Also die allparteiliche Rolle bedeutet, die Themen aus dem Haus mit rauszunehmen und immer gesamtheitlich anzuschauen. Ein Beispiel hilft vielleicht weiter. Also Gemeinde Pfäffiken habe ich einen Auftrag, um mit dem Gewerbe mehr Franken ins Dorf bringen. Oder jetzt kann man einfach hingehen und die Unternehmen nehmen und sagen, wie schaffen wir das? Aber dass man halt den Blickwinkel auftut und sagt, hey, ihr habt auch Gäste. Oder das sind wieder Touristen. Wie schaffen wir es da? Wie bringen wir den Fokus rein? Wie kann man vielleicht ein Regionalprodukt, das Pfäffiken, produzieren? Wie bringt man diese Wertschöpfung an? Was tut man in gesellschaftlichen Themen mit offenem Raum? Was kann man da damit gestalten? Oder? Also es geht dann aus dem klassischen, nur Standortförderungsdenken halt in den Breitfächer rein. Und die Leute mit einzubeziehen, also vom Unternehmer über den Kulturtreibenden und auch die Verwaltung und Politik, das ist so die Aufgabe. Also ich stelle mir diese allparteiliche Rolle ziemlich herausfordernd vor, weil du hast es ja schon so ein bisschen angetönt, du hast ja eine sehr, sehr diverse Region. Also zum einen ist vielleicht die Einstellung im Töster ein bisschen eine andere als jetzt in Uster. Du hast halt
politische Interessen auf der einen Seite, du hast die Interessen von kleineren Gewerbetreibenden oder etwas größeren auf der einen Seite und dann halt eben vielleicht auch die Interessen der Industrie, die da auch noch reinspielen. Und jeder hat halt so seine Vorstellung, wie bestimmte Dinge laufen sollen. Und ich habe mich gefragt, wie schaffst du es, dass du da nicht aufgerieben wirst? Denn es gibt ja so ein bisschen diesen Spruch, wenn man es allen recht machen will, also everybody's darling is everybody's fool. Wie schafft man es eigentlich, das gut miteinander zu vernetzen, ohne prinzipienlos oder formlos zu werden? Das ist ja schon eine große Aufgabe. Also das Wichtigste ist, indem man mal anhört. Ich glaube, das ist eine grosse Aufgabe, oder? Wenn du sagst, wie ist ein Arbeitsalltag, das ist viel anhören und herausfinden, was treibt die Unternehmen an, was sind ihre Herausforderungen. Und die sind natürlich mannigfaltig, oder? Aber da braucht es wie eine Hitlist. Und es braucht auch eine Aufgabe, die wir von unseren Mitgliedern haben, von diesen 26 Städten und Gemeinden, die unseren Auftrag haben, und man sagt, da drin arbeiten wir. Und das hilft euch in dem und dem Thema weiter. Und erstens kann man nicht alles abdecken, vielleicht auch nicht nach jedem Wunsch, so wie er es gerne hätte. Ja, damit muss man ein bisschen leben. Aber Stellung beziehen möchte ich schon und eine Meinung haben, das ist wichtig. Aber auch, um können sagen, da schaffen wir nicht dran. Oder manchmal geht es auch nur darum, Leute zusammenzuführen, die etwas arbeiten können. Man kann ja auch gar nicht allem. Also du wirkst jetzt auch nicht aufgerieben von deiner Aufgabe. Du siehst noch sehr energetisch aus. Da darf man sich auch nicht, wie du sagst, in Wahnsinn treiben von diesen vielen Inputs, die man hat. Oder? Und da noch etwas und dort. Und das ist auch noch eine Möglichkeit. Und an dem kann man auch noch arbeiten. Ja, das sind alles tolle Ideen. Und am Schluss des Tages geht es ja darum, etwas am Boden zu bringen. Und darum ist es wichtig, die Liste zu haben mit dem, was man tut und mit dem, was man nicht tut. Oder mit dem, was man auch mal darf in eine Ideenkiste rein tun und sagen, kommen wir wieder darauf zurück. Aber das Anhören und manchmal auch einfach das Vermitteln von zwei Personen oder von zwei Ideen, die dann auch ohne mich weitergehen können. Gott sei Dank. Zürichost.ch, dein Online-Portal mit den News aus den Bezirken Pfäffikon, Oster und Hiwil. Zürichost.ch, immer am Puls von deiner Region. Aber in der Rückschau jetzt das erste Jahr, also ich nehme mal an, du warst öfters unterwegs als an deinem Pult, oder? Das ist so, ja. Sehr viel unterwegs und on the road. Und das ist gut so. Das ist ja etwas, wo man mir nicht hätte können aufs Arbeitspult legen, oder wo mir Mani nicht hätte können weiter erreichen. Oder? Also, das geht schon um Netzwerk. Viel ist Netzwerk. Die Leute kennen und wissen, wo man anklopfen kann, wenn man etwas braucht. Oder damit auch das Projekt zügig führst geht. Auch so ein bisschen das informelle Gespräch, ein bisschen locker. Wie geht es deiner Leber? Man weiß ja von Politikern, wenn die dann abends oft immer an Netzwerkanlässe müssen und immer noch das Bier oder mit einem Wein anstoßen. Wie sieht es da bei dir aus? Also ich habe mich gerade untersuchen lassen, Anfangsjahr. Die Werte sind in Ordnung. Von dem her gehe ich davon aus, ist es auch jetzt noch gut. Nein, das übertreibt man natürlich nicht. Du hast schon ein bisschen angedeutet, es geht auch darum, den Leuten zuzuhören, der Wirtschaft auch den Puls zu fühlen. Ja, was sind so die Themen, die die Region vor allem bewegen? Was zieht sich so ein bisschen wie so ein roter Faden durch deine Arbeit durch? Immer das Thema ist Fachkräfte, oder? Ein Mangel an Fachkräften. Woher kommen sie? Wie behalten wir sie? Wie pflegt man sie? Oder? Und das ist so ein Indikator. Also sucht man nach Fachkräften, bedeutet das auch, das Business läuft. Oder? Das ist einmal ein guter Effekt aus dem Mangel von Fachkräften, die man hat. Also schliesse ich daraus und komme das bestätigen über, dass eigentlich unserer Wirtschaft im Zürich Oberland mehrheitlich gut geht. Das beruhigt mich. Und das ist schön so, oder? Also, Fachkräftemangel ist ein Thema, das ich auf dem Tapet habe und wir unseren Teil dazu beitragen wollen. Wie versucht ihr dort Hand zu bieten? Das ist ja nicht eine Thematik, die man einfach lösen kann. Ich glaube, da braucht es Ideen, Inputs. Also, mit den Unternehmen Ideen generieren, aber auch etwas Gutes vorgeben. Also, wenn wir Anlässe haben, geht es in diese Richtung. Wie schafft man es, Mitarbeiter zu binden, zu finden, zu motivieren, auch junge Mitarbeiter zu behalten? Das sind so die Themen, die ich in diese Events hineingebe oder in diesen Austausch hinein. Das ist mal eins.
aber auch Sachen von Mitgliedern unterstützen, wie zum Beispiel das Gartencenter Meier, wo da sehr integrativ auch versucht, Menschen in den Arbeitsprozess zu bringen, die sie sonst nicht finden, wo es mehr Pflege braucht. Und ich auch da ein Projekt starten, ein Integrationsprojekt, wo ich ein Praktikum ermögliche, da im Wirtschaftsbereich für einen Lernenden mit Beeinträchtigung, einen engagierten jungen Mann, der sich ein halbes Jahr da sich einbringen kann. Und das ist auch ein Teil, um zu zeigen, wie man Fachkräftemangel kann angehen. Welche Branchen, so aus deiner Wahrnehmung, sind besonders stark hier in der Region betroffen? Ist das vor allem so die grüne Branche oder Gastgewerbe? Oder kann man das nicht so pauschal sagen? Also Gastgewerbe sowieso, weil ja in dieser Pandemie auch viele neue Ideen gehabt haben, finde ich auch fantastisch, dass man mal die Möglichkeit hat, etwas ganz anderes zu tun. Und jetzt kommen natürlich auch Fachkräfte nach, die natürlich noch nicht auf dem Level sind, wie man sie gerne hätte. Also eine Möglichkeit ist halt, Zeit, dementsprechend auch Geld zu investieren, die auf ein Level zu bringen, wo man sie gerne hätte, oder? Und auch Chancen ermöglichen. Ich finde das auch immer eine schöne Sache, Chancen ermöglichen. Auch Quereinsteiger. Ich war auch noch nie Wirtschaftsförderer gewesen. Auch das ist ja eine Chance, etwas zu tun und zu zeigen mit dem Rucksäckchen, das man bekommt. Die grüne Branche, also ich glaube, überall dort, wo es auch handwerklich zur Sache geht, ist ein Mangel da, aber auch an spezialisierten Sachen wie Polymechaniker, Ingenieure, die fehlen, etc. Aber so pauschal jetzt auf eine Branche zu bringen, nein. Ein anderes großes Thema ist ja Bauland. Kannst du da so ein bisschen sagen, was da so, ja, wie du das erlebst, die Situation? Ein Thema, das ja von unseren Mitgliedsgemeinden und Städten auferlegt ist, ist das Leerflächenmanagement zu betreiben. Also möglichst effektiv können Anfragen von außerstehenden Firmen, die sich gerne ansiedeln würden, beantworten, aber auch Firmen, die bei uns wachsen wollen, neuen Raum zu schaffen. Jetzt ist der Trend vom Bauen da. Bauland hat es wenig. Oder es hat und es steht nicht zur Verfügung, weil man es für andere Zwecke eingesetzt hat. Das ist schwierig, ja. Bauland zu finden, wenn das deine Frage beantwortet. Aber das heißt, du bist da auch immer in einer Vermittlerrolle und schaust, wie man die richtigen Leute miteinander in Kontakt bringt. Genau, darum haben wir auch all die grossen Areale in unserem Zürich-Oberland als Mitglieder dabei, die Raum bieten. Mal leerstehender Raum, wo man einfach darauf zurückgreifen kann, wenn das passt auch, oder wenn all die Bedingungen von beiden Seiten stimmen, die dort hinzubringen, wo es eben schon Sinn macht. Und ja, da ist man stetig am Umschauen und hat einen Haufen schöne Firmen, die man nicht da bringt, weil man es nicht erfüllen kann, so wie es gewünscht ist. Oder? Bist du ja aus der Region, hast aber natürlich durch deine Arbeit ganz neue, da sind ja neue Türen aufgegangen, hast ganz viel Neues auch kennengelernt. Was hat dich am meisten überrascht an Wirtschaftsleben jetzt hier in der Region, was es gibt? Gibt es da so bestimmte Firmen, bestimmte Geschäftsmodelle, wo du sagst, Gott, wusste ich gar nicht, dass es das hier gibt? Gab es da solche Momente? So Momente gibt es. Also am meisten überrascht, dass eigentlich die Unternehmer immer auf Zack sind. Also es sind sehr engagierte Menschen, die Ideen haben. Das überrascht mich positiv, weil das lässig ist. Und das kann man auch übrigens in der Regionalwirtschaft lesen. Haben wir die Firma Falu, das ist so ein Beispiel. Die ist Weltmarktführer in der Herstellung von Maschinen, von Wattestäbli für die Ohren zum Beispiel, auch für Covid-Tests. Oder? Die liefern in über 70 Ländern. Und da habe ich bis dato keine Ahnung gehabt, dass das aus dem Zürich-Oberland, aus Rüti kommt. Eine tolle Geschichte. Und noch mehr von denen zu finden, das ist auch die Idee. Wenn du jetzt noch mal den Blick zurück wirfst, jetzt auf das erste Jahr, was waren für dich so die wichtigsten Meilensteine? Die wichtigsten Meilensteine sind wirklich, dass wir das jetzt komprimieren können, die verschiedenen Auftritte von Tourismus und Kultur und auch Wirtschaft unter einer schönen Marke, die Zürich-Oberland heisst. Das ist der wichtigste Meilenstein, dass man das kann jetzt als sauberes Eisprodukt wahrnehmen. Ein weiterer Meilenstein ist, dass wir die Strategie definiert haben und wissen, an was wir arbeiten wollen, wo man das auch erzählen kann. Oder? Dass man das weitergeben kann, dass das auch greifbar wird. Das sind die wichtigsten Meilensteine. Und auch die Leute kennenzulernen, die da mitspielen, die wichtigsten. Und jetzt eigentlich loslegen können da drin. Und du hast ja gesagt, ihr habt ja auch
Programme entwickelt, also wie jetzt zum Beispiel die Geschichte, die du eben erwähnt hast im Zusammenhang mit Fachkräften, also Praktika. Das heißt also, solche Dinge sind ja auch aufgegleist worden im letzten Jahr, nehme ich an. Aus diesen Hitlisten, die wir da mitnehmen, aus diesen Gesprächen und all dem entstehen dann auch Projekte. Also ein wichtiger Meilenstein in diesem Prozess ist auch, dass wir Mitglieder haben und wir denen eine Plattform gibt zum Mitreden und Mitgestalten. Genau, indem man anhört und eben aus ihren Sachen, die sie möchten, mitreden und mitgestalten, auch etwas tun. Zum Beispiel möchten sich Zürich Oberländer KMUs auch mit Innovation beschäftigen. Und da arbeiten wir intensiv an einem Projekt, das KMU und Innovation heisst. Das kommt vom Kanton aus und da sind wir stark in dieser Projektgruppe, sodass wir ab Spätsommer Innovationen auch vom Kanton Zürich aus können fördern und vorantreiben, was vorher nicht möglich war, von einem eigenen Produkt her. Also auch das ein Bedürfnis, wo wir rausgehört haben und wo wir aufgegriffen haben und so künftig können abdecken. Weil vorher hat man es nur in dem sogenannten Berggebiet können machen und abdecken, alles so ein bisschen gegen Osten raus. Und jetzt schließt sich die Lücke eigentlich für das gesamte Wirtschaftsgebiet. Das heißt also, ihr versucht auch den Leuten dabei zu helfen, Innovationen voranzutreiben, Produkte zu entwickeln? Oder wie muss man sich das inhaltlich so vorstellen, was ihr da machen möchtet? Das bedeutet, dass man mal herausfindet, wer hat überhaupt Bedarf, für sie zu kommen, oder? Oftmals geht es um Digitalisierungsprozess oder auch Abläufe, die man optimieren will. Manchmal geht es um neue Maschinen, die man entwickelt, für die Weiterentwicklung eines Produkts, so wie das Falu macht, wo selber forscht, oder? Wo irgendwann sagt, ich habe die Kraft nicht, um vielleicht die richtigen Partner zu finden. Also da geht es mal darum, in erster Linie an die richtigen Stellen zu vermitteln. Wer kann einem da mal einen Ideen-Input geben? Oder wo gibt es eine Firma, die Ähnliches tut? Also mal zusammenführen ist das erste Thema. Und weitergehend geht es dann auch darum, ein Töpfchen zu öffnen, Geldtöpfchen. Auch Start-ups holen, die da vielleicht in die Richtung gehen? Etwa entstehen ja aus Ideen von Innovation auch Start-ups, die sagen, genau das können wir dazu beitragen, da arbeiten wir mit. Das wäre natürlich der Idealfall, wenn da noch neue Unternehmen entstehen. Es gibt ja doch einige so Start-up-Hubs in der Region, also da tut sich ja schon viel. Mhm. Woran bist du momentan hauptsächlich dran? Also ich rede jetzt nicht über das, was dein Alltag sowieso immer bestimmt, dass du halt eben verschiedenste Firmen auch aufsuchst und dann dich nach den Themen und nach den Problemen erkundigst, sondern gibt es so ein Projekt, wo du sagst, da muss ich momentan mein Hauptaugenmerk drauflegen, da arbeite ich ganz intensiv dran? Es gibt so drei Sachen, wo ich intensiv dran arbeite. Das ist mal die Vernetzung auch voranzutreiben, also indem man Kooperationen mit bestehenden, lässigen Netzwerk-Events schafft und auch die Themen, die sowieso dann sich in Bauma bewegen und in Rüti, allenfalls zusammenführt. Oder auch aufzuspringen an Innovationstagen in der Fachhochschule Ost, wo man könnte teilnehmen und da auch Input geben. Dann ist das Leerflächenmanagement, das wichtig ist, dass wir da für sie kommen. Da probieren wir ein Tool zu schaffen, wo man möglichst einfach an Informationen kommen, wo finde ich einen Partner oder ein Bauland, ohne dass man einen riesen Suchprozess anstoßen muss. Weil jemand kommt Anfragen an 7 Orte rein. Man muss mal herausfinden, auch, das ist weitergehend etwas, was man daran schafft, dass Zürich Oberland eine Identität gibt, auch in Zahlen. Wo hat es Clusters? Wo hat es grosse Industrien? Wo empfiehlt man die her? Was können wir daraus lernen? Was auch mal ein Zahlenmaterial zur Verfügung zu stellen, das Sinn macht, wo dem Zürich Oberland ein Bild geben. Daran gilt es auch zu arbeiten. Das ist 2 und drittens? Und drittens ist auch die Innovationsgeschichte, also das KMU und Innovation, aber auch einen klassischen Innovationshub wirklich ins Oberland zu bringen. Oder in Dübendorf haben wir das Innovation Center. Schönes Beispiel, gehört nicht zu unserem Wirtschaftsgebiet leider. Und so sind wir dran, zum Beispiel mit dem House of Lab Science, das ist in Hombrechtigen, das stellt Labor auf und holt dort Startups rein. Das Modell sind wir jetzt dran, zu prüfen, auf Wetzigen zu bringen, zum Beispiel. Als Idee, wie so etwas kann entstehen. Was erlebst du in deiner täglichen Arbeit als größte Hürde? Oder was ist so die härteste Nuss,
die du knacken musst. Ich glaube, zu erklären mal, was ist das Zürcher Oberland oder im Gebiet, weil jetzt ist Volkenzwil zum Beispiel nicht Mitglied bei uns und trotzdem fühlen sich viele Volkenzwiler als Oberländer, oder? Das ist mal ein Knacknuss, um erklären, warum ist Zürcher Oberland aus unserer Sicht das Zürcher Oberland und beim Zürcher Ost ist Zürcher Oberland nochmal anders, weil man die Titel anders verteilt, oder? Das ist sicher etwas. Und auch ein Knacknuss, dünkt es mich manchmal, alte Zöpfe abzuschneiden, die rumgeistern. Hast du so ein Beispiel? Ich frage einmal auch nicht so ins Detail. Ich bin da sehr unbefangen angekommen. Für mich ist so ein bisschen das Motto der Sonne entgegen und dann hast du den Schatten hinter dir, oder? Und so probiere ich auch so alte Geschichten, die rumgeistern. Ich will, dass mich die gar nicht so interessieren müssen. Also, für mich ist das Zürcher Oberland, damit das möglichst gut kann, dargestellt werden, gezeigt werden, damit man da an einem Strang zieht. Und ich glaube, da hat es noch Befindlichkeiten um menschliche Natur, sachliche Natur. Ah, das heißt, es geht mehr um die Außenwahrnehmung, also wie ihr als Standortförderung insgesamt wahrgenommen werdet und mit was man euch assoziiert und so weiter. Also, richtig, ja. Ja. Genau. Das ist jetzt wie eine neue Marke, oder? Und das hat ja wie eine Vergangenheit. Jetzt steht das neu da, das gilt es neu zu etablieren und miteinander führst du jetzt gehen. Und in meiner Vorstellung geht man da Rädli in Rädli, oder? Also weiss am Schluss jeder, was ist seine To-Do-List und was ist seine Not-To-Do-List und dass man sich da gegenseitig wirklich führst pusht. Ich hätte jetzt auch gedacht, Bürokratie könnte vielleicht auch noch so ein Thema sein, an dem man öfters merkt, ach Mensch, man wird gerne machen, aber man ist durch die Mühlen der Bürokratie ein Stück weit ausgebremst oder erlebst du das weniger stark? Also es gibt Mühlen, die einfach langsamer gehen, wie zum Beispiel eine Verwaltung, oder? Also die DNA zu spüren, da komme ich auch immer näher dran her, um herauszufinden, was ist möglich, was kann man dort holen, was ist nicht möglich und wo muss man vielleicht anders ansetzen und wie fährt man vielleicht manchmal auch eine Salamitaktik, um dann trotzdem dort hinzukommen, wo man will. Also es braucht auch Geduld. Ja. Jetzt hast du ja damals gestartet noch so im Lockdown. Das heißt, es waren kaum Veranstaltungen oder keine Veranstaltung möglich, alles digital. Jetzt findet das Leben schon wieder mehr draußen statt. Wird man dich jetzt auch öfters an so Podiumsveranstaltungen erleben dürfen? Ich meine, du hast ja diese ganze Moderationserfahrung. Das heißt, auf der Bühne bist du wahrscheinlich ein bisschen wie der Fisch im Wasser. Oder kommt da jetzt wieder vermehrt auch in die Richtung was auf dich zu? Also erstens, ja, gehen die Veranstaltungen wieder los. Ja, also da bin ich an vielen Orten eingeladen, auch zum Referieren, selbstverständlich. Und da einen guten Mix zu finden und das zu koordinieren, ja, das ist schon so spannend. Manchmal sogar zu viel, wenn man sich so 2 Jahre nicht mehr rausbewegen hat können. Oder? Man muss sich auch wieder so ein bisschen an das Soziale gewöhnen, oder? Ja, also habe ich selber gemerkt, dass das so ein bisschen aus einem gemacht hat, oder? Also hat sich das wieder annähern, auch wieder können da hocken jetzt in einem anständigen Abstand, ohne dass man und sich auch wieder mal dürfen die Hand geben und so. Ja, das hat schon wieder Anlaufzeit gebraucht, auch für mich. Ein bisschen so ein Detail, aber geben dir die meisten Leute schon die Hand oder sind viele noch so sehr zurückhaltend irgendwie was so mit den Hygienekonzepten im Kopf? Oder hat sich das ein Stück weit schon wieder erledigt? Ich merke, also wenn ich auf die Leute zugehe, merke ich, ob man sich da die Hand gibt oder nicht. Und für mich ist es auch okay, wenn man einfach so Grüezi kann sagen. Also es ist noch mehr auf Distanz, wie wirklich die Hand geben. Und es ist mir nicht unrecht manchmal. Yeah. Und um das auf privat abwälzen, oder wenn man sich das so kennt und die 3 Küsschen und Schmatzi und Zeug. Auch das ist schön, wenn man da manchmal ein bisschen Abstand fahren kann. Hat auch Vorteile, ja. Manchmal schon. Ja. Ich meine, jetzt findet das Leben wieder vermehrt draußen statt. Es wird warm, der Sommer steht vor der Tür. Worauf freust du dich jetzt in den nächsten Monaten? Beruflich oder persönlich? Beruflich und auch vielleicht persönlich. Vielleicht kannst du zu beidem was sagen. Ich freue mich darauf, dass wir Projekte können jetzt Fürschi treiben, noch vor der Sommerferie, weil Sommerferie bedeutet immer, das ist auch so ein bisschen eine stillere Zeit, weil halt der ist dann weg und da und so. Das unterbricht ein bisschen viel. Aus Zürcher Oberland dürfen geniessen und neu entdecken. Und es gibt noch so viel zum sehen, obwohl ich schon das Leben lang da bin. Also auf das freue ich mich auch.
weiterhin zu entdecken und zu erleben und rauszugehen, zu reden mit den Leuten und im Dialog bleiben. Auch mal für aussen und vielleicht auch mal im Garten beizeln und die Leber ein bisschen schädigen. Ja, dafür wünsche ich dir alles gut und eine harte Leber. Und ich bedanke mich ganz herzlich für die Einladung hier nach Bauma. Danke vielmals. Regionalwirtschaft. Weitere Ausgaben findet ihr auf zürichost.ch/podcast.